Kohlenmunk Peter hatte noch nie so schwere Träume gehabt wie in dieser Nacht. Bald glaubte er, der finstere riesige Holländer Michel reiße die Stubenfenster auf und reiche mit seinem ungeheuer langen Arm einen Beutel voll Goldstücke herein, die er untereinander schüttelte, dass es hell und lieblich klang. Bald sah er wieder das kleine, freundliche Glasmännlein auf einer ungeheuren, grünen Flasche im Zimmer umherreiten. Und er meinte, das heisere Lachen wieder zu hören, wie im Tannenbühl. Dann brummte es ihm wieder ins linke Ohr. »In Holland gibt's Gold, könntet's haben, wenn ihr wollt.« Umgeringen sollt. Gold, Gold. Dann hörte er wieder in sein rechtes Ohr das Liedchen vom Schatzhauser im grünen Tannenwald und eine zarte Stimme flüsterte: Dummer Kohlenpeter, dummer Peter Munk, kannst kein Sprüchlein reimen auf Stehen. Und bist doch am Sonntag geboren, Schlag 12 Uhr, reime, dummer Peter, reime. Er ächzte, er stöhnte im Schlaf, er mühte sich ab, einen Reim zu finden, aber da er in seinem Leben noch keinen gemacht hatte, war seine Mühe im Traum vergebens. Als er aber mit dem ersten Frührot erwachte, kam ihm doch sein Traum sonderbar vor. Er setzte sich mit verschränkten Armen hinter den Tisch und dachte über die Einflüsterungen nach, die ihm noch immer im Ohr lagen. »Reime, dummer Kohlenmunk Peter, reime«, sprach er zu sich und pochte mit dem Finger an seine Stirne, aber es wollte kein Reim hervorkommen. Als er noch so dasaß und trübe vor sich hinschaute und an den Reim auf Stehen dachte, da zogen 3 Burschen vor dem Haus vorbei in den Wald, und einer sang im Vorübergehen: Am Berge tat ich stehen und schaute in das Tal. Da hab ich sie gesehen zum allerletzten Mal. Das fuhr wie ein leuchtender Blitz durch Peters Ohr, und hastig raffte er sich auf, stürzte aus dem Haus, weil er meinte, nicht recht gehört zu haben, sprang den 3 Burschen nach und packte den Sänger hastig und unsanft beim Arm. »Halt, Freund«, rief er. »Was habt ihr da auf Stehen gereimt? Tut mir die Liebe und sprecht, was ihr gesungen.« »Was ficht's dich an, Bursche?« entgegnete der Schwarzwälder. »Ich kann singen, was ich will, und lass gleich meinen Arm los, oder?« »Nein, sagen sollst du, was du gesungen hast«, schrie Peter beinahe außer sich und packte noch fester an. Die 2 anderen aber, als sie dies sahen, zögerten nicht lange, sondern fielen mit derben Fäusten über den armen Peter her und walkten ihn derb, bis er vor Schmerzen das Gewand des 3. ließ und erschöpft in die Knie sank. »Jetzt hast du dein Teil«, sprachen sie lachend, »und merk dir, toller Bursche, dass du, Leute wie wir sind, nimmer anfällst auf offenem Wege.« »Ach, ich will es mir gewisslich merken«, erwiderte Kohlenpeter seufzend. »Aber so ich die Schläge habe, seid so gut und sage deutlich, was jener gesungen.« Da lachten sie aufs Neue und spotteten ihn aus, aber der das Lied gesungen, sagte es ihm vor, und lachend und singend zogen sie weiter.
Also, sehen, sprach der arme Geschlagene, indem er sich mühsam aufrichtete, sehen und stehen. Jetzt, Glasmännlein, wollen wir wieder ein Wort zusammen sprechen. Er ging in die Hütte, holte seinen Hut und den langen Stock, nahm Abschied von den Bewohnern der Hütte und trat seinen Rückweg nach dem Tannenbühl an. Er ging langsam und sinnend seine Straße, denn er musste ja seinen Vers ersinnen. Endlich, als er schon in den Bereich des Tannenbühls ging und die Tannen höher und dichter wurden, hatte er auch seinen Vers gefunden und machte vor Freuden einen Sprung in die Höhe. Da trat ein riesengroßer Mann in Flößerkleidung und eine Stange so lang wie ein Mastbaum in der Hand hinter den Tannen hervor. Peter Munk sank beinahe in die Knie, als er jenen langsamen Schrittes neben sich wandeln sah, denn er dachte: Das ist der Holländer Michel und kein anderer. Noch immer schwieg die furchtbare Gestalt und Peter schielte zuweilen furchtsam nach ihm hin. Er war wohl einen Kopf größer als der längste Mann, den Peter je gesehen. Sein Gesicht war nicht mehr jung, doch auch nicht alt, aber voll Furchen und Falten. Er trug ein Wams von Leinwand und die ungeheuren Stiefeln, über die Lederbeinkleider heraufgezogen, waren Peter aus der Sage wohl bekannt. Peter Munk, was tust du im Tannenbühl? Fragte der Waldkönig endlich mit tiefer dröhnender Stimme. Guten Morgen, Landmann, antwortete Peter, indem er sich unerschrocken zeigen wollte, aber heftig zitterte. Ich will durch den Tannenbühl nach Haus zurück. Peter Munk, erwiderte jener und warf einen stechenden, furchtbaren Blick nach ihm herüber. Dein Weg geht nicht durch diesen Hain. Nun, so gerade just nicht, sagte jener. Aber es macht heute warm und da dachte ich, es wird hier kühler sein. Lüge nicht, du Kohlenpeter, rief Holländer Michel mit donnernder Stimme, oder ich schlag dich mit der Stange zu Boden. Meinst, ich hab dich nicht betteln sehen bei dem Kleinen? Setzte er sanft hinzu. Geh, geh, das war ein dummer Streich, und gut ist es, dass du das Sprüchlein nicht wusstest. Er ist ein Knauser, der kleine Kerl, und gibt nicht viel. Und wem er gibt, der wird seines Lebens nicht froh. Peter, du bist ein armer Tropf und dauerst mich in der Seele. So ein munterer, schöner Bursche, der in der Welt was anfangen könnte und sollst Kohlen brennen. Wenn andere große Taler oder Dukaten aus dem Ärmel schütteln, kannst du kaum ein paar Sechser aufwenden. Es ist ein ärmlich Leben. Wahr ist's und recht habt ihr, ein elendes Leben. Na, mir soll's nicht drauf ankommen, fuhr der schreckliche Michel fort. Hab schon manchem braven Kerl aus der Not geholfen, und du wärst nicht der Erste. Sag einmal, wie viel 100 Taler brauchst du fürs Erste? Bei diesen Worten schüttelte er das Geld in seiner ungeheuren Tasche untereinander, und es klang wieder wie diese Nacht im Traum. Aber Peters Herz zuckte ängstlich und schmerzhaft bei diesen Worten. Es wurde ihm kalt und warm, und der Holländer Michel sah nicht aus,
wie wenn er aus Mitleid Geld wegschenkte, ohne etwas dafür zu verlangen. Es fielen ihm die geheimnisvollen Worte des alten Mannes über die reichen Menschen ein, und von unerklärlicher Angst und Bangigkeit gejagt, rief er: »Schönen Dank, Herr, aber mit euch will ich nichts zu schaffen haben, und ich kenne euch schon«, und lief, was er laufen konnte. Aber der Waldgeist schritt mit ungeheuren Schritten neben ihm her und murmelte dumpf und drohend: »Wirst's noch bereuen, Peter, wirst noch zu mir kommen. Auf deiner Stirne steht's geschrieben, in deinem Auge ist's zu lesen, du entgehst mir nicht. Lauf nicht so schnell, hör nur noch ein vernünftig Wort, dort ist schon meine Grenze.« Aber als Peter dies hörte und unweit vor ihm einen kleinen Graben sah, beeilte er sich nur noch mehr, über die Grenze zu kommen, so dass Michel am Ende schneller laufen musste und unter Flüchen und Drohungen ihn verfolgte. Der junge Mann setzte mit einem verzweifelten Sprung über den Graben, denn er sah, wie der Waldgeist mit seiner Stange ausholte und sie auf ihn niederschmettern lassen wollte. Er kam glücklich jenseits an, und die Stange zersplitterte in der Luft wie an einer unsichtbaren Mauer, und ein langes Stück fiel zu Peter herüber. Triumphierend hob er es auf, um es dem groben Holländer Michel zuzuwerfen, aber in diesem Augenblick fühlte er das Stück Holz in seiner Hand sich bewegen, und zu seinem Entsetzen sah er, dass es eine ungeheure Schlange sei, was er in der Hand hielt, die sich schon mit geifernder Zunge und blitzenden Augen an ihm hinaufbäumte. Er ließ sie los, aber sie hatte sich schon fest um seinen Arm gewickelt und kam mit schwankendem Kopf seinem Gesicht immer näher. Da rauschte auf einmal ein ungeheurer Auerhahn nieder, packte den Kopf der Schlange mit dem Schnabel, erhob sich mit ihr in die Lüfte, und Holländer Michel, der dies alles von dem Graben aus gesehen hatte, heulte und schrie und raste, als die Schlange von einem Gewaltigern entführt ward. Erschöpft und zitternd setzte Peter seinen Weg fort. Der Pfad wurde steiler, die Gegend wilder, und bald fand er sich wieder an der ungeheuren Tanne. Er machte wieder, wie gestern, seine Verbeugungen gegen das unsichtbare Glasmännlein und hub dann an: »Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon 400 Jahre alt, dein ist all Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen. Hast's zwar nicht ganz getroffen, aber weil du es bist, Kohlenmunk Peter, so soll es so hingehen«, sprach eine zarte, feine Stimme neben ihm. Erstaunt sah er sich um, und unter einer schönen Tanne saß ein kleines, altes Männlein in schwarzem Wams und roten Strümpfen und den großen Hut auf dem Kopf. Er hatte ein feines, freundliches Gesichtchen und ein Bärtchen so zart wie aus Spinnenweben. Er rauchte, was sonderbar anzusehen war, aus einer Pfeife von blauem Glas, und als Peter näher trat, sah er zu seinem Erstaunen, dass auch die Kleider, Schuhe und Hut des Kleinen aus gefärbtem Glas bestanden. Aber es war geschmeidig, als ob es noch heiß wäre, denn es schmiegte sich wie ein Tuch nach jeder Bewegung
des Männleins. Du hast dem Flegel begegnet, dem Holländer Michel, sagte der Kleine, indem er zwischen jedem Wort sonderbar hüstelte. Er hat dich recht ängstigen wollen, aber seinen Kunstprügel habe ich ihm abgejagt. Den soll er nimmer wieder kriegen. Ja, Herr Schatzhauser, erwiderte Peter mit einer tiefen Verbeugung. Es war mir recht bange, aber ihr seid wohl der Herr Auerhahn gewesen, der die Schlange totgebissen? Da bedanke ich mich schönstens. Ich komme aber, um mich Rats zu erholen bei euch. Es geht mir gar schlecht und hinderlich. Ein Kohlenbrenner bringt es nicht weit. Und da ich noch jung bin, dächte ich doch, es könnte noch was Besseres aus mir werden. Und wenn ich oft andere sehe, wie weit die es in kürzer Zeit gebracht haben, wenn ich nur den Ezechiel nehme und den Tanzbodenkönig, die haben Geld wie Heu. Peter, sagte der Kleine sehr ernst und blies den Rauch aus seiner Pfeife weit hinweg. Peter, sag mir nichts von diesen. Was haben Sie davon, wenn Sie hier ein paar Jahre dem Schein nach glücklich und dann nachher desto unglücklicher sind? Du musst dein Handwerk nicht verachten. Dein Vater und Großvater waren Ehrenleute und haben es auch getrieben, Peter Munk. Ich will nicht hoffen, dass es Liebe zum Müßiggang ist, was dich zu mir führt. Peter erschrak vor dem Ernst des Männleins und errötete. Nein, sagte er, Müßiggang weiß ich wohl, Herr Schatzhauser im Tannenwald. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Aber das könntet ihr mir nicht übel nehmen, wenn mir ein anderer Stand besser gefällt als der meinige. Ein Kohlenbrenner ist halt so gar etwas Geringes auf der Welt. Und die Glasleute und Flößer und Uhrmacher und alle sind angesehener. Hochmut kommt oft vor dem Fall, erwiderte der kleine Herr vom Tannenwald etwas freundlicher. Ihr seid ein sonderbar Geschlecht, ihr Menschen. Selten ist einer mit dem Stand ganz zufrieden, in dem er geboren und erzogen ist. Und was gilt's, wenn du ein Glasmann wärest? Möchtest du gern ein Holzherr sein, und wärest du Holzherr, so stünde dir des Försters Dienst oder des Amtmanns Wohnung an. Aber es sei, wenn du versprichst, brav zu arbeiten, so will ich dir zu etwas Besserem verhelfen, Peter. Ich pflege jedem Sonntagskind, das sich zu mir zu finden weiß, 3 Wünsche zu gewähren. Die ersten 2 sind frei, den 3. kann ich verweigern, wenn er töricht ist. So wünsche dir also jetzt etwas, aber, Peter, etwas Gutes und Nützliches. Heißer, ihr seid ein treffliches Glasmännlein, und mit Recht nennt man euch Schatzhauser, denn bei euch sind die Schätze zu Hause. Nu, und also darf ich wünschen, wonach mein Herz begehrt, so will ich denn fürs Erste, dass ich noch besser tanzen könne
als der Tanzbodenkönig. Und jedes Mal noch einmal so viel Geld ins Wirtshaus bringe als er. Du Tor, erwiderte der Kleine zürnend. Welch ein erbärmlicher Wunsch ist dies, gut tanzen zu können und Geld zum Spiel zu haben. Schämst du dich nicht, dummer Peter, dich selbst so um dein Glück zu betrügen? Was nützt es dir und deiner armen Mutter, wenn du tanzen kannst? Was nützt dir dein Geld, das nach deinem Wunsch nur für das Wirtshaus ist und wie das des elenden Tanzbodenkönigs dort bleibt? Dann hast du wieder die ganze Woche nichts und darbst wie zuvor. Noch einen Wunsch gebe ich dir frei, aber sieh dich vor, dass du vernünftiger wünschest. Peter kraute sich hinter den Ohren und sprach nach einigem Zögern: Nun, so wünsche ich mir die schönste und reichste Glashütte im ganzen Schwarzwald, mit allem Zubehör und Geld, sie zu leiten. Sonst nichts? Fragte der Kleine mit besorglicher Miene. Peter, sonst nichts? »Nu, ihr könntet noch ein Pferd dazu tun und ein Wägelchen.« »Oh, du dummer Kohlenmunk, Peter«, rief der Kleine und warf seine gläserne Pfeife im Unmut an eine dicke Tanne, dass sie in 100 Stücke zersprang. »Pferde, Wägelchen, Verstand, sag ich dir, Verstand, gesunden Menschenverstand und Einsicht hättest du wünschen sollen.« Aber nicht Pferdchen und Wägelchen. Nun, werde nur nicht so traurig. Wir wollen sehen, dass es auch so nicht zu deinem Schaden ist. Denn der zweite Wunsch war im Ganzen nicht töricht. Eine gute Glashütte nährt auch ihren Mann und Meister. Nur hättest du Einsicht und Verstand dazu mitnehmen können, Wagen und Pferde wären dann wohl von selbst gekommen. Aber, Herr Schatzhauser, erwiderte Peter, ich habe ja noch einen Wunsch übrig. Da könnte ich ja Verstand wünschen, wenn er mir so überaus nötig ist, wie ihr meinet. Nichts da! Du wirst noch in manche Verlegenheit kommen, wo du froh sein wirst, wenn du noch einen Wunsch frei hast. Und nun mache dich auf den Weg nach Hause. Hier sind, sprach der kleine Tannengeist, indem er ein kleines Beutelein aus der Tasche zog, hier sind 2000 Gulden und damit genug und komm mir nicht wieder, um Geld zu fordern, denn dann müsste ich dich an die höchste Tanne aufhängen. So hab ich's gehalten, seit ich in dem Wald wohne. Vor 3 Tagen aber ist der alte Winkfritz gestorben, der die große Glashütte gehabt hat im Unterwald. Dorthin gehe morgen früh und mache ein Boot auf das Gewerbe, wie es recht ist. Halt dich wohl, sei fleißig und ich will dich zuweilen besuchen und dir mit Rat und Tat an die Hand gehen, weil du dir doch keinen Verstand erbeten. Aber, und das sag ich dir ernstlich, dein erster Wunsch war böse. Nimm dich in Acht vor dem Wirtshaus laufen, Peter. Es hat noch bei keinem lange gut getan. Das Männlein hatte, während es dies sprach, eine neue Pfeife von schönstem Beinglas hervorgezogen, sie mit gedörrten Tannenzapfen gestopft und in den kleinen zahnlosen Mund gesteckt. Dann zog er ein ungeheures Brennglas hervor, trat in die Sonne und zündete seine Pfeife an. Als er damit fertig war, bot er dem Peter freundlich die Hand, gab ihm noch ein paar gute Lehren auf den Weg, rauchte und blies immer schneller und verschwand endlich in einer Rauchwolke, die nach echtem holländischen Tabak roch
und langsam sich kräuselnd in den Tannenwipfeln verschwebte.